Jetzt, ja, Simon, du siehst wahrscheinlich noch nicht ganz das erste Mal ein bisschen, was habe ich dir als Twitter gezeigt. Also, um was geht's, ne? Im LernOS gibt es ja, ich weiß es gar nicht. Also ich sehe jetzt immer nur noch Ah, diesen Blue, Big Blue das müssen wir Button. mal wegmachen. Ich wollte nur die Spannung aufbauen, aber Ach bitte. ja, So, alles schauen wir klar, mal. ist in Ordnung. Sei dir So, gegönnt. hast du gerade was Darum sehr gut kaputt geht's, gemacht. ja? Okay. Darum geht's. Das LernOS, und da kann man jetzt nichts lesen, und ich werde dann irgendwie auch gleich zeigen, was da die Idee ist und wie man da sozusagen weiter dran arbeiten kann, kollaborativ. Natürlich ist es in PowerPoint zusammengebaut, nicht kollaborativ, aber man sieht sozusagen auf dem einen Bild mal die Idee, ne? In Vielleicht noch jedem, ganz ja. kurz, falls euch das zu klein ist, ich meine, Carsten zoomt gleich rein. Oben rechts bei diesen drei Punkten in dem grauen Bereich von Big Blue Button kann man sich die Videokonferenz ins Vollbild stellen. Dann ist dieser Wendowless-Rahmen außenrum weg. Und wenn es dann immer noch zu klein ist, Es bleibt zu klein. Ja, also kann man bei deswegen, der ja. Präsentation mit den vier Pfeilen die noch groß machen. Ne? Dann sieht man das, was präsentiert wird im Vollbild. Also ihr seid so ein bisschen euer eigener Okay. Regisseur. Das Ja, aber dann ist es immer noch zu klein. ist Also super cool, zumindest aber für genau. mich. Also man sieht ja auch schon an dem etwas komischen Format, dass das Ding hat, dass es auch in PowerPoint nicht sozusagen Sinn macht, da reinzugehen. Aber die Idee könnte durch das Bild sozusagen veranschaulicht werden, ne? Das LernOS hat ja eben drei Ebenen im Logo. Und Simon und ich haben diskutiert, dass eigentlich diese Ebene des Netzwerks, Logo hin oder her, es eigentlich auch wert wäre, bedacht zu werden. Ja? Nochmal ein Viertel mehr Arbeit. Aber gut, die Community wächst. Und auf jeder dieser Ebenen gibt es bereits in den Guides oder im Editierbereich der Guides eben so Canvases, die im Grunde halt beschreiben, naja, Strukturmodell, die das halt beschreiben soll, was für das Lernen eines Individuums wichtig ist, für das Lernen eines Teams wichtig ist, für das Lernen eines Netzwerks und einer Organisation. Ne? Und die Idee, wie halt eingangs geschildert, ist, naja, sich die mal anzuschauen, diese Canvases. Ich meine, dass die teilweise sozusagen sehr gut aufeinander beziehbar sind. Ja, auch selbst wenn die Worte, die verwendet werden, teilweise nicht gleich sind, reden die in der Regel, würde ich behaupten, über sehr, sehr ähnliche Dinge. Kann ich mal das Ausgangsmaterial zeigen? Machen wir jetzt einfach mal ganz schnell. Das geht sogar zügig. Also, es gibt die Canvas für Organisationen, ne? Die sieht so aus. Momentan im Bestand. Dann gibt es eine für Communities. Mal helfe mal, ist es die von der Tanja letztlich? Sie hat gestern wieder ein noch erweitertes Modell natürlich Ja, die sind am vorgestellt. Arbeiten. Ich weiß es auch nicht genau, was der letzte Stand ist. Naja, also das Modell war schon umfassender wieder. Aber also so, die hat mir relativ gut gefallen. Dann gibt es eine für Teams, ja. Also nur, damit man sieht, das ist nicht alles irgendwie irgendwo aus der Luft gegriffen, sondern bin zunächst mal erstmal mit diesen ganzen Begrifflichkeiten gestartet, die in diesen Canvases tatsächlich vorhanden sind. Ja? Was haben wir denn da noch? Das ist der For You wahrscheinlich, ne? Individuum. Das ist wahrscheinlich Individuum. Ah, sehr gut, genau. Individuum, da sieht man schon, da habe ich so ein bisschen was reingeschrieben bei der Analyse. Die hat jetzt ein bisschen anderes Format. Und was ich erstmal weggelassen habe, ist diese Bewertung. Ne? Das Ziel war natürlich, die Canvases irgendwie so oder die Strukturmodelle so einfach wie möglich zu halten. Aber letztlich, wenn du halt irgendein Management oder ein Veränderungsmodell baust, ja, mein Gott, also irgendwie mit drei Faktoren kommst du halt in der Regel nicht hin, auch wenn es schick wäre. Ja, wenn du jetzt sagst, Mensch, Organisation, Technik oder so. Ja? Ja. Da hast du sofort Differenzierungen, wo du zu Recht feststellst, ach, das ist, die fehlen jetzt aber. Also weiß ich gar nicht. Dann war mein Spruch, naja, sieben, fünf traue ich mir zu,
Das 7 gehen auch noch, aber es sollten jetzt keine 10 sein, weil wir wollen es ja eigentlich schön knackig haben. Ne? Das ist der Trade-off. Also das ist das Ausgangsmaterial. Genau, und was habe ich jetzt dann gemacht? Ich habe halt diese Canvases hergenommen und das, was ich da rausgelesen habe, ja, beschrieben und letztlich auch Farben dahinter gelegt, um überhaupt mal eine Orientierung zu haben. Ne? Jetzt zeige ich euch mal, wo diese Sachen liegen, denn es ist ja letztlich der Prozess genauso wichtig, schon fast wie das Ergebnis, dass man nämlich daran weiterarbeiten kann. Mal schauen, wie das elegant gelingt. So, dann soll die Sache auch schon ein bisschen besser werden. Also schlechter. So könnte es für euch jetzt schon besser sein. Also ich habe, wie sich das gehört, nachdem das eben sehr wildes Editieren ist und wirklich im Fluss, habe ich das so gemacht, wie es vorgesehen ist. Ich habe einen Fork gemacht auf GitHub. Kannst du ein bisschen nach oben scrollen? Aber bitte. Ach so, ja, danke. Warte mal. Ja. Okay. Absichtlich. Also ich habe einen Fork gemacht von dem LernOS Core, ja, in meinem Bereich. Aber die Struktur ist ja beim Fork dann sozusagen gleich. Also diese ganze Diskussion oder also die Materialien, die findet ihr eben unter LernOS Core. LernOS Canvas gab es schon, ne, Simon, von dir. Ja. Und dann im Deutschen. Bereich, weil einfach das, also aktuell sind die meisten Ausgangsmaterialien deutsch. Ne? Und da habe ich, also es gibt diese ganzen Canvases auch in einem Bild, aber da liegen jetzt mal, und jetzt scrolle ich gerne runter, die verschiedenen Ebenen. Also alles so, wie wir es eigentlich haben wollen. Hier liegt zwar nochmal die PowerPoint, aber wenn man es bearbeiten will, wenn man reinzoomen will, später soll es eh im Web sein, da haben wir ein paar Ideen. Kommt man halt, ich glaube, Simon, das hat gestern schon erwähnt, um SVG nicht rum. Ja, genau. Zeige ich jetzt aber auch gleich, wie man das eigentlich sehr cool bearbeiten kann, war ich selber ganz begeistert. Und dann habe ich eben mal angefangen, einfach hier die Begrifflichkeiten reinzuschreiben aus dem Ausgangsmaterial und es halt in ein Format mal zu packen. Habe ich mal 8 Felder, habe ich mir mal gegeben. Und dann hat man, seht ihr jetzt, ne, Individuum, Netzwerk, Organisation. Das war so mal Team. Der. Und Team, genau, gibt es auch noch. So ist es. Alles noch nicht farbig und alles noch echt auch irgendwie nicht so richtig übersichtlich. Man kann natürlich dann sagen, sieht schon so ein bisschen, ich habe Vision, Strategie, Ziele, das ist in den Canvases meistens links oben, das habe ich da dann schon ein bisschen umgeordnet, Technik, Infrastruktur und so weiter. Also ich habe so ein bisschen angeglichen, was jetzt die Position der Sachen angeht. Darf ich mal eine kurze Zwischenfrage stellen, die für mich jetzt persönlich wichtig ist, um das nochmal ein bisschen besser verstehen zu können. Mhm. Das, was du jetzt homogenisiert hast, ich nenne das mal so. Ja, perfekt. Das hast du jetzt nur gemacht, um eine Vergleichbarkeit herzustellen. Weil die Anordnung der Felder in dem Canvas haben ja auch eine Sinnhaftigkeit. Also der Canvas, so wie er designt ist, hilft mir ja, mich durch diesen Canvas zurechtzufinden und den zu bearbeiten. Also ich erinnere nur mal so an das Herz in der Mitte. Ja. Genau. Von daher fände ich das persönlich schade, wenn das jetzt wegfallen würde, also das Design. In puncto Vergleichbarkeit und wo haben wir Synergien, die wir nutzen können und wie packen wir die 4 Canvases übereinander, finde ich vollkommen okay. Ich wollte es nur wissen, ob das für dich so gemeint ist oder ob du das völlig anders. Also ich glaube, Carsten, was du jetzt in den Rechtecken gezeigt hast, hat noch nichts mit Darstellung zu tun, ne? Sondern es geht eher darum, was sind die. Ja, das. Naja, Silvia hat natürlich völlig recht. Also eigentlich kannst du
Also ganz klar, also wenn du dir jetzt vorstellst, das sind diese vier Ebenen, um überhaupt mal durchzublicken, musst du es erstmal dich davon befreien und es in bestimmte Positionen bringen. Ne? Den Purpose habe ich jetzt in der Tat mal ausgeklammert, der kommt ja eh nur bei zwei Canvases vor, den kann man am Ende natürlich wieder drüberlegen. Ne? Ich habe mich auf die Strukturelemente konzentriert und sowas kannst du eigentlich nur mit den Autoren der Canvases dann diskutieren. Ne? Und da kann es dir passieren, das ist einfach so, wenn du jetzt versuchst, das durchgängig zu gestalten, dass da schon der ein oder andere oder die ein oder andere Bauchschmerzen hat, ne? Und sagt, Mensch, meine Canvas, die Anordnung hat eine bestimmte Bedeutung und so weiter. Also das kannst du eigentlich nur mit dem Autor irgendwie von den Canvases diskutieren. Ne? Und das ist vielleicht dann auch der Preis dafür, dass man dieses Ziel anstrebt, es durchgängig zu haben. Andererseits natürlich die Idee, und wir wissen ja gar nicht, ob wir es schaffen, ne? Aber die Idee, dass man jetzt über die vier Ebenen halbwegs eine Durchgängigkeit hat, die ist natürlich schon, hat halt natürlich auch so ihren Charme. Ne? Ja, und bei ein paar Sachen ist es, würde ich sagen, sogar fast inhärent oder notwendig, weil sowas wie Ziele zum Beispiel über OKR, das ist ja gerade das Konzept, dass die sich durch die Ebenen durchhangeln, ne? Dass die OKRs auf Organisationsebene, die OKRs auf Teamebene, die OKRs auf individueller Ebene miteinander zu tun haben. Und genauso auch Wissen und Fertigkeiten. Ja. Ne? Setzt sich das Wissen eines Teams zusammen aus dem Wissen und Fertigkeiten der einzelnen Teammitglieder. Ne? Und da macht es Sinn, dass ich so durch die Ebenen durchfallen kann und die Konzepte überall gleich benannt sind im Idealfall auch. Ja. Also, das sehe ich genauso. Völlig richtig, ist ein Trade-off. Ne? Also für mich wäre es vielleicht, also aus meiner Perspektive wäre es vielleicht sinnvoll, wenn man oder wenn wir oder ihr euch mit den Autoren zusammensetzt. Also, dass wir jetzt sozusagen das präparieren und dann mit den Autoren sich gemeinsam darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, das wäre aus meiner Sicht am effizientesten, weil es nicht, weil die Perspektiven an einem Ort ausgetauscht werden und man dann eben sieht, an welcher Stelle gibt es einen Konsens oder was ist verhandelbar und was ist nicht verhandelbar. Und das ist ja eigentlich das Gute, weil für den Core, also für diese drei Core-Leitfäden, sind wir im Kern in den ganzen Teams, die Autorenschaft machen. Also für Sketchnoting würde ich jetzt mir nicht zumuten, das auch anzuwenden. Auch Community Management ist ein eigenes Team im Moment noch, aber Individuum, Team, Organisation liegt bei uns und da können wir, ich glaube jetzt genau die Aufgabe, wie Carsten das schildert, ne? Dass man sagt, jetzt Stück für Stück mal Element für Element durchzugehen und zu sagen, das können wir fixen, das für die Ebene, in der heißt es vielleicht anders mit einer guten Begründung, um da zu einer ersten Version Vereinheitlichung zu kommen. Also die Semantik. Darf ich jetzt eine Frage stellen oder ist das nicht angeboten? Klar. Ich hab noch nicht ganz verstanden, was euer erwünschtes Ergebnis ist. Also wie bringt eine Komplexitätsreduktion in der Anzahl der Canvases einen Mehrwert? Aber vielleicht habe ich es nicht begriffen. Wie gesagt, sorry. Ja, warte mal, ich kann mal gerade, ich glaube dir mal das Teilen kurz. Ich kann ja nochmal da, ich weiß nicht, ob du am Anfang dieses Bild gesehen hast, was die Idee ist, ob du da schon drin warst. Da war ich noch nicht drin. Ja, genau. Also wir haben eben sozusagen ja auf den vier Ebenen jeweils Canvases und mein Eindruck ist, dass die an ganz vielen Stellen über das Gleiche sprechen, ja. Das habe ich gehört, ja. Das hat eben das Potenzial, dass man allein schon durch die Anordnung der Canvases und das Überlegen und Diskutieren, ob man Sachen nicht anders benennt, da eine Durchgängigkeit schafft und deswegen kann man die dann leichter aufeinander beziehen und sich halt besser orientieren, ne? Weil ja eben das habe ich verstanden. Ich hab nur noch nicht verstanden, was, also wenn ich jetzt mal so irgendwie in ein Jahr schaue, dann habt ihr die übereinander gelegt und dann? Ja, ich kann mal kurz. Dann sind die halt, also dann hast du halt in dem Guide dann eine gleiche Struktur und es sollte es zumindest mal denjenigen leichter machen, die jetzt, wird ja eben auch diskutiert, jetzt nicht einen Guide rausgreifen, sondern eben vielleicht
mit LernOS for You anfangen auf der Individuumsebene und dann in Richtung Team oder so gehen. Na, dann genau. Ist das natürlich was, ist das natürlich was Vertrautes, was ich vorfinde. Ich zeige mal gerade so ein ganz konkretes Beispiel mit den aktuellen Ständen der Canvas. Ne? Was ihr da jetzt seht, ist der LernOS Canvas für Organisationen. Da ist jetzt schon angeglichen Zweck und Purpose in der Mitte mit dem Herz. Und du hast zum Beispiel hier links Hierarchie und Prozesse. Also linke Seite von Dual Operating System, rechts ist Netzwerk und Communities. Wenn ich jetzt schalte auf den Canvas LernOS für dich, Zweck und Purpose ist gleich. Aber meine Aufgaben, was sozusagen eine Ebene unter den Prozessen der Organisation ist, ist an einer anderen Stelle, als es in dem Organisationen-Canvas ist. Und das heißt, macht das denn für dich Entschuldigung, wenn ich dazwischen grätsche, aber an dem Beispiel jetzt, finde ich, ist es ganz gut, mal herauszukristallisieren. Macht die Anordnung jetzt der Aufgaben, kann man die nicht an eine andere Stelle passen? Ja, genau. Ja. Das kann man. Also das wäre man. Ja also, die Frage. Also ich glaube, genau. Also wenn ich das richtig verstanden habe, also ich habe auch schon mit Canvas gearbeitet, also nicht nur in LernOS, sondern auch anderweitig. Und die Inhalte, die hinter diesen Feldern stehen, sind ja sehr, sehr ähnlich, wenn nicht sogar vergleichbar. Und von daher glaube ich persönlich, dass es möglich ist, eine Anordnung zu finden, die in der Bearbeitung einen Sinn macht, weil die Anordnung hilft mir ja, den Canvas zu bearbeiten. Also entweder gehe ich von links nach rechts, das ist ja so die übliche Geschichte, aber ich könnte ja zum Beispiel auch im Uhrzeigersinn aus der Mitte heraus arbeiten und das für mich wäre es... Bei dem Alex Osterwalder Canvas ist es ja so, da kommst du ja aus der Mitte, in der Mitte ist ja Value Proposition, dann gehst du in Richtung Zielgruppe und dann gehst du in Richtung Ressourcen und Prozesse. Ne? Und das wäre genau so eine Sache, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Anleitung oder eine Agenda für einen Teamworkshop, der regelmäßig stattfindet und ich sitze in dem Workshop und stelle fest, bei meinem Team ändert sich in Feld 7 was, wo muss ich bei mir gucken, ob das eine Auswirkung hat, ne? Und dass das möglichst ähnlich zueinander steht. Darf ich dazu noch was sagen? Ja, gerne. Entschuldigung. Ich glaube, ich hätte da, glaube ich, strategisch einfach eine andere Perspektive, weil ich glaube, dass das ehrlich gesagt total die gute Idee sein kann, dass die an unterschiedlichen Stellen sind. Weil ich finde, dass vor allem bei so großen Themen wie Visualisierung eine Komplexitätsreduktion nicht unbedingt eine gute Idee sein muss. Also jetzt habt ihr ja so viel Zeit investiert, die einzelnen Canvases zu machen. Und ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, ob das überhaupt ein Need ist, dass die sagen, ach Mensch, es ist alles gleich, eure Anwendenden. Und ich bin total lost mit diesen unterschiedlichen Anordnungen. Weil ich wäre zum Beispiel jemand, ich würde dann die Canvases nebeneinander hängen wollen und würde mit meinen eigenen Schriften eine Bögen machen wollen. Und wenn die alle an der gleichen Stelle sind, muss ich die Arbeit nicht machen. Das heißt, ich lerne nicht so gut. Das heißt, ich weiß nicht, ob der Zeitinvest, den ihr euch jetzt hier macht, ob der gerechtfertigt ist für das, was ihr bei demjenigen, der das nutzt, ermöglichen wollt. Daher kam die Frage. Ja, das ist natürlich immer ein Argument. Also du kannst natürlich immer sagen, Lernen wird im Grunde durch Perturbation, durch Verwirrung, durch eine Störung verursacht, ja. Und der eine sagt jetzt irgendwie, Mensch, dadurch, dass ich da selber jetzt Ordnung mache, das ist eine uralte pädagogische Frage, ne? Dadurch, dass ich jetzt selber Ordnung mache, entdecken lassen das Lernen, verarbeite ich tiefer und habe genau diesen Effekt. Und ein anderer sagt irgendwie, oh, ist mir irgendwie alles zu kompliziert. Und es ist quasi das, was da gefordert wird von dem, der dich zum Lernen motivieren will, ist so weit weg, dass der Lernende sagt so, oh, ist mir zu weit weg, lass mal sein. Persönlich würde ich sagen, ist dieses ganze Thema Organisationsveränderung und sowas, so eine Konzeptbildung über mehrere Ebenen zu machen, das ist
so anspruchsvoll, dass ich da jede Komplexitätsreduktion erstmal versuche. Ja, habe aber natürlich größten Respekt vor den Autoren, wenn die sagen, oh, du hast meine Anordnung kaputt gemacht. Das möchte ich in meinem Workshop trotzdem anders verwenden. Also insofern ist das erstmal, wird da jetzt nichts vorgeschrieben, sondern es ist mal ein Versuch der Ordnung zu schaffen und zu gucken, ob es überhaupt einen Mehrwert hat. Ja. Was ich eigentlich ganz interessant fand bei dem Versuch, das zu harmonisieren, ist eigentlich das, was ihr schon die ganze Zeit seht und was ich gar nicht verbalisiert habe. Ich habe ja dann mal nochmal, ich hatte ja. dir das Teilen geklaut. Achso, sorry. Ich hatte dann ja mal angefangen, da muss ich wieder das Plus, ne? Ich habe angefangen, da ja Farben dahinter zu legen, ja? Und habe mal versucht, das eben sehr, sehr reduziert zu beschreiben, zu sagen, naja, über was reden die denn eigentlich, sozusagen die? Und dann, jetzt könnt ihr das, glaube ich, wieder sehen. Naja, eigentlich geht es bei Organisationen oder bei so sozialen Gebilden häufig um Regeln, ja. Dann geht es eigentlich mehr um so Sachen wie Ideen, es geht um Menschen und Dinge. Ich habe mal angefangen, da das farbig sozusagen zu mappen. Und das fand ich schon mal ganz, ganz, ganz schick jetzt. Nicht nur, weil es dann bunt ist, sondern eben auch zur Orientierung. Dass man dann sehen kann, hey, diese eine Canvas, und da habe ich eine, glaube ich, sogar ein bisschen bereinigt dann, die redet an drei Stellen über formelle Regeln. Ich würde zum Beispiel sagen, dass ob du es Strukturen nennst, Rollen, Prozesse oder Rhythmen, das ist in Organisationen, Teams, Individuen immer dasselbe. Das geht eigentlich immer um Regeln. Ja? Und da sehe ich schon, finde ich schon Potenzial, Sachen leichter verständlich zu machen. Ja? Und man sieht ja, man kann dann so sehen. Silber mal rein, du bist schon ganz unruhig. Genau. Danke, Simon. Ja, ich wollte eigentlich nur nochmal hier jetzt habe ich den Namen vergessen, den habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Sabrina, ja, genau. Ich kann das verstehen, was du meinst, und das hat ja Carsten auch schon beantwortet, aber meine Idee dahinter oder meine Perspektive ist, dass ich ja einen Leitfaden nicht, also die Leitfäden nicht parallel bearbeite. Das heißt, ich werde selten in die Verlegenheit kommen, diese Canvases nebeneinander aufzuhängen, sondern das sind ja einzelne Prozesse, die zwar ineinander übergreifen, aber letztlich auch für sich abgeschlossen sind. Und meine Idee dahinter ist, dass ich, wenn ich den nächsten Leitfaden für Teams oder für lernende Organisationen durcharbeite, dass ich dann eine bekannte Struktur habe, mit der ich arbeiten kann. Und das finde ich persönlich, hat weniger damit zu tun, dass ich mir etwas erarbeite, also diese Unterschiede herausarbeite, so wie du es beschrieben hast, sondern es gibt eine bekannte Struktur, mit der ich arbeite. Und das finde ich persönlich angenehmer. Ein Satz dazu. Das finde ich, es gibt das Konzept von Fraktalen. Fraktale sind Formen, wenn du reinzoomst, haben die wieder die gleiche Form, wie wenn du rauszoomst. Ne? So gibt es genau. Ein Konzept wie die Selbstähnlichkeit. Und auch das Zitat von Albert Einstein, mach's so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Ne? Und ich fände, die Sachen rauszukristallisieren, die selbstähnlich sind auf den verschiedenen Ebenen und die an die gleiche Stelle zu packen, wäre sinnvoll, um Orientierung zu geben. Und wenn es auf irgendeiner Ebene was Unterschiedliches gibt, ist es auch völlig okay, wenn das unterschiedlich ist. Genau, ja, sehe ich auch so. Also die spezifischen Dinge können spezifisch sein, aber das, was sozusagen bei allen oder also gleich ist, das sollte auch gleich sein und auch an der gleichen Stelle stehen zur Orientierung, soweit es Sinn macht. Also das war jetzt eben ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Die Frage ist ja, was habt ihr euch dabei gedacht bei der Anordnung? Also seid ihr als Autoren der Meinung, dass bei dem Organisations-Canvas ich zum Beispiel
anders anfange als bei dem Canvas für mich, also meinem persönlichen. Das klingt jetzt schon fast nach so einem ganz strategischen Ansatz. Ich würde eher sagen, der erste Canvas, der da war, war im LernOS 4U und hat sich an der Struktur von Osterwalder orientiert. Okay. Und nach hat sich rauskristallisiert, dass viele Leute auf diese Canvas-Arbeit fliegen und dann gab es einen ersten Draft für Organisationen. Und für Teams gab es schon von jemand ganz anderem was. Und für Community Management auch. Das, was die Tanja gezeigt hat, kommt von Richard Millington. Ne? Und jetzt haben wir quasi so den Standpunkt, dass wir sagen, es könnte eine gute Idee sein, dass jeder Leitfaden ein Canvas bekommt als visuelle Checkliste. Haben so einen Haufen von historisch gewachsenen Dingen. Ne? Und jetzt kann man sagen, bevor es jetzt so richtig in die Breite geht, macht Sinn, vielleicht so ein bisschen Struktur, Guideline, wiederverwendbare Elemente reinzubringen. Dass wenn die Simon, danke für die Historie, wie immer. Ja, bitte. Sehr hilfreich. Du hast es eigentlich perfekt, du hast es perfekt beschrieben, Silvia. Wir sind eben, was haben wir uns alles dabei gedacht? Also wir sind genau an dem Punkt, wo, also ich zumindest mit meinem Denken, wo ich das mal so, also es ist genau der Punkt, wo das erstmal so vergleichbar gemacht wurde, es sind ja doch ein Haufen Kästchen und Worte, ne? Dass man jetzt an dem Punkt erstmal sich und idealerweise mit den Autoren von den Urdingern erstmal fragen kann, sind das wirklich unterschiedliche Dinge? Ne? Weil erst wenn, also zumindest, ich meine, da mag es Leute geben, die anders oder besser denken, aber ich musste halt erstmal auch für mich sagen, okay, Technik, Infrastruktur, Informationsräume, Kommunikationskanäle, Infrastruktur und Werkzeuge, vermutlich das Gleiche, packen wir mal nach links unten. Ja, erstmal so viel Ordnung machen, dass man erstmal, wie man zum Beispiel sieht, in dieser dritten Ebene eine Lücke sieht. Ja, und man sagt, haben ein Konzept weniger oder so. Also genau an dem Punkt sind wir eigentlich, da ist noch nichts klar über, was sind inhaltliche Unterschiede, sondern es ist genau die Struktur, die es einem ermöglicht zu sehen, hey, sind da Sachen unterschiedlich oder doch gleich? Also genau an dem Punkt sind wir eigentlich. Und nicht weiter, ganz wichtig, ne? Carsten, die Unterschiedlichkeit besteht ja unter Umständen, also das ist jetzt eine Hypothese von mir, nicht nur in den Inhalten, sondern auch in der Reihenfolge, wie ich die Inhalte erarbeite. Das kann sein. Ja. Also wenn ich von mir persönlich ausgehe, dann habe ich eine andere Herangehensweise unter Umständen, als wenn also ich diesen Canvas für eine Organisation schreibe oder ausfülle. Und das wäre vielleicht auch nochmal herauszukristallisieren mit den Autoren, weil ich bin davon überzeugt, dass sie mit der Anordnung auch etwas verbinden. Also anders würde es für mich keinen Sinn machen. Ja, Collaborative Editing, Simon schreibt. Also die, tatsächlich muss man sagen, dass ich jetzt erstmal bei der Umsortierung erstmal auf die Reihenfolge natürlich keine Rücksicht genommen habe und auch keine Rücksicht nehmen konnte, ne? Um erstmal zu dieser Struktur. Alles gut. Also ja. Ich habe ja nur was dazu. Also ja, absolut. Also ist ja aber so mir ist es sehr wohl bewusst. Mir ist es sehr wohl bewusst, dass sozusagen auch die Anordnung von Elementen in so einem grafischen Strukturmodell Bedeutung tragen kann. Ja, genau. Also das ist der Stand sozusagen der Dinge. Ich fand dann eigentlich auch ganz interessant, dass sich das so ein bisschen ausbalanciert, eben diese Idee, also mit diesen vier übergeordneten Kategorien. Und es lassen sich sogar halt noch weitere Aspekte finden, die eigentlich da implizit mit drin sind. Ne? Zum Beispiel. Ja, den physischen Finger gehoben. Also, ja, sorry, ich habe gerade noch umgeschaut, weil ich mein, ja. Also danke fürs Erklären und Ich bin gerade ganz neugierig, ob es wohl neben der Anordnung der Kacheln noch andere Dimensionen gibt, die auch noch in deiner Überlegung mit drin sind. Also genau, das wären jetzt diese Kategorien wären jetzt, ich unterrichte ja auch so ein bisschen Organisationslehre an der Hochschule, ne?
Und ich versuche den Studierenden immer zu vermitteln, weil da geht es ja auch um Historie von 120 Jahren Management. Und es ist mega unübersichtlich. Aber im Grunde geht es immer um dieselben Dinge. Ja, und daher kommt auch so ein bisschen diese Idee. Es geht eigentlich immer um Regeln beispielsweise. Also diese Kategorien, du hast immer was, wo es um Regeln geht, und du hast eigentlich immer irgendwie sowas, wo es um Ideen geht. Ne? Eine Vision, einen Purpose, aber eben auch Werte, also immaterielle Dinge. Das fand ich schon mal irgendwie ganz, ganz hilfreich. Und dann hast du es vielleicht auch schon vorhin gesehen. Jetzt muss ich mal gucken, welche der 37, wo ist denn jetzt mein Browser, der noch unten auf dem, da stehen ja noch also wirklich so Dimensionen drunter. Wo ist der Browser? Jesus Christ, vielleicht, wenn ich das PowerPoint einfach zumache, dann kriege ich irgendwie vielleicht ein bisschen Orientierung wieder hier. Ich muss einfach mal den Präsentationsmodus. Das ist nämlich eigentlich auch der. Okay, hier ist der Browser. Jetzt nehmen wir mal eine. Ich nehme mal die farbigen. Die farbigen heißen Meta, weil da schon diese übergeordneten Überlegungen reingeflossen sind. Und Sie sehen nichts. Rendert noch. Ja, manchmal, obwohl es eben eigentlich Native Web ist, ne? Obwohl es Native Web ist, rendert er manchmal. Es gibt eigentlich einen Trick. Wenn man da hinten unter Raw gleich True hinschreibt, dann hilft es auch nichts. GitHub Insider Wissen. Naja, die Frage war natürlich, wie kann ich den jeweils aktuellen Stand? Naja, bringt doch was. Da ist es doch. Genau. So kann man nämlich das Ding auch überall im Web einbetten, ohne diesen Rahmen drumherum. Und also, was zum Beispiel noch mit reinspielt, ist natürlich immer die Unterscheidung intern-extern. Das finde ich hochspannend, weil für ein Team ist natürlich sowas wie die nächste Umgebung immer das Externe, ne? Und auch für eine Organisation hat eine Unternehmensumwelt. Also diese intern-extern-Unterscheidung spielt häufig noch eine Rolle. Natürlich kurzfristig, langfristig. Ja, also wenn ich mehrere Ideen, so gerade von diesen gelben Dingen, ja, wenn ich da mehrere Ideen habe, dann unterscheiden die sich häufig darin, ob es sich da um kurzfristige oder langfristige Visionen, Pläne und so weiter handelt. Und ein Ding hatte ich noch irgendwo, das erinnere ich jetzt gerade nicht. Das ist bestimmt drin. Geht es in die Richtung von dem, was du gefragt hast? Noch weitere Dimensionen, die da verborgen sein könnten? Ja, genau. Du hattest ja jetzt, also ich habe verstanden, ihr habt 4 Canvases. Also ich bin ja jetzt hier echt der vollen Newbie und stiche hier gerade so voll ins Nest, und ihr sagt so, okay, ne, ich unterrichte schon übrigens mega lange Organisationsentwicklung und Sabrina. Das hat damit jetzt nichts zu tun. Ich wollte nur sagen, woher dieser Wunsch der die Canvases ist, das habe ich nicht unterrichtet. Ne? So war es nicht zu verstehen. Schön, Carsten, du unterrichtest Canvases. Nein, eben nicht. Nein, ich weiß. Nein, das sind ungar, die Überlegungen, die sind sehr ungar. Das war ein Scherz am Rande, Carsten. Das war, leider an dir vorbeigegangen. Nee, finde ich total interessant. Ich frage mich auch gerade, also ich bin auch so eine Sketchnote-Interessierte, ob das vielleicht hilfreich wäre, da einheitliche Icons zu finden. Weil ich finde, die Farben finde ich ziemlich cool. Ich habe gerade überlegt, ob Icons mir mehr helfen können. I don't know. Ja, das ist eine coole Idee. Das ist eine super Idee, mal da anzufragen. Also ich bin mir nicht sicher, ob jetzt für diese Kategorien, da finde ich die Farben jetzt gerade hilfreich, aber das ist ja alles im Fluss, ist ja alles im Prozess. Also dieses ganze Bemalen, Auszeichnen, visuell verändern soll ja dem Denken und dem Diskutieren dienen, ja. Und da waren wir aber auch schön. Da waren wir auch schon oft an dem Punkt, dass wir gesagt haben, es macht erst dann Sinn, das in Sketchnote und Grafik und hübsch zu machen, wenn man mal eine Version hat, die einigermaßen langzeitstabil ist. Ne? Ja, also so wie bei ISO-Normung oder so, ne? Man streitet mal lang, wie ist Prozess definiert, wie ist Organisation definiert, was ist ein Stakeholder. Und das schicke Bild zu malen macht dann Sinn, wenn man sagt, okay, das ist jetzt aber auch mal ein paar Jahre so. Und ist Simon, nicht so. I want to disagree respectfully. Ich habe
Ja, ja, ich kann auch helfen, da mal zu fragen, ob Sie eine Idee haben. Schon jetzt. Wir haben sie ja. Ja, klar, komm mal. Silvia? Ja, ich habe jetzt hier zu diesem Canvas und zu den Farben eine Frage, weil ich das nicht so genau nachvollziehen kann, weshalb du Menschen und Fähigkeiten mit Rot und Blau hinterlegt hast. Also ich frage das nur, weil für mich sind Menschen keine Regeln und Fähigkeiten auch keine Regeln. Das ja, guter Punkt. Bitte? Bitte? Ja, alles das gut. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ja, ja, danke, danke, dann war ich, also ja, guter Punkt. Ich kann es auch gerade nicht beantworten. Ich muss mir es nochmal anschauen vom Entstehungsprozess. Also ich würde es rot machen. Ja, guter Punkt. Ja, Fähigkeiten sind Menschen und keine Regeln. Und also Menschen haben Fähigkeiten und damit sind es für mich keine Regeln. Ja, ich würde auch sagen, muss man wirklich mal den Stack anschauen. Irgendwas habe ich mir dabei gedacht, aber erscheint mir jetzt auch nicht wahnsinnig schlüssig. Okay, danke. Ich war da gerade nur noch auf der Suche nach der dritten Dimension, nach dem fünften Element. Die habt ihr kurz gesehen, jetzt habe ich sie wenigstens selber im Kopf. Ach, was ist das? Mein Draw.io wieder weg. Na super. Das war formelle und informelle Regeln. Ja, ich weiß nicht, Sabrina, ob es gesehen hast, da stand eben noch eine Unterscheidung stand noch drin. Formell, ja, informell. Genau. Und die war es auch noch nicht durchgängig drin. Ne? Genau. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Frage damit beantworten kann. Es gibt schon eine Darstellung, wo die alle übereinander liegen. Ja, super. Wenn ich jetzt wüsste, welches ist. Mal solange du suchst, können wir mal in die Frage. Ich habe schon gefunden. Okay. Also das ist halt so, und da kann man es jetzt dann so übereinander legen. Dann siehst du aber gar nichts mehr, weshalb ich den mal auseinandergezogen habe. Und jetzt könnte man sich natürlich überlegen, ob man da irgendwas raussieht. Ja, anhand der Farben schon. Ne? Ja, Regeln, Grenzen, Entscheidungen hatte ich auf der Netzwerksebene. Aber wie gesagt, also das Menschen und Fähigkeiten, die sind da runtergewandert. Inwiefern Identität eine Regel ist, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ja, Carsten, entschuldige bitte. Also kommst du ja nach Feuer. Nee, ist richtig so. Es ist Quatsch. Also würde ich auch nicht. Also dazu sind wir doch hier, dass wir das reflektieren. Nee, also ist nicht bei dir Quatsch, bei mir Quatsch im Denken. Also Identität würde ich nicht unter Regeln packen. Das ist also, weil gerade mit dieser Unterscheidung formell, ne? Also eigentlich Organisationen, das was Strukturen, Rollen und Prozesse ausmacht, sind formelle Regeln, ja. Ja, das ist richtig. Da gehe ich hundertprozentig mit dir. Aber Identität gehört für mich zu Menschen. Ja, das ist zum Beispiel total spannend, weil natürlich beim Individuum gehört die Identität ganz klar zu Menschen. Ne? Aber bei einem Team und einem Netzwerk ist halt die Identität schon was Kollektives wieder, ne? Ja, aber es sind trotzdem Menschen, die dahinter stehen. Also auch die Organisation besteht aus Menschen. Die Identität einer Organisation, eines Teams besteht aus Menschen. Und damit ist es für mich rot. Und da kommst du in eine total interessante Diskussion, wenn du mit einem Systemtheoretiker diskutierst. Und ich bin nicht hardcore, also muss vorsichtig sein. Ja, ich habe Luhmann gelesen. Genau, Luhmannscher Prägung, ja. Und der bin ich nicht, ja. Der bin ich nicht mit diesem Spruch, Organisationen bestehen aus Kommunikation und nicht aus Menschen. Da gehe ich nicht, also würde ich nicht so hundertprozentig mitgehen. Aber natürlich ist die Identität von einem Team oder von einem Netzwerk schon was anderes als mal eben die Summe der Identitäten der Einzelpersonen. Ja, die Frage ist nur, ob ich Kommunikation als Regel definiere oder ob ich sie unter Menschen abspeichere. Mich beschleicht der Verdacht, dass wir das Thema heute nicht fertig haben. Das klingt nicht gelöst, nicht nur heute. Ich bin gerne bereit, mit euch nochmal weiter zu diskutieren, absolut, wenn ihr das möchtet. Ja. Genau.
Das habe ich auch, wenn ihr diese geteilten Notizen mal aufmacht, ich habe mal versucht, so einen kleinen Aufgabenvorrat aus der Diskussion raus zu extrahieren, was man jetzt alles anpacken könnte. Mhm. Ne? Also mal diesen Ort schaffen, wo die aktuellen Canvas Status Quo, wo wir die nochmal festhalten vielleicht. Dann müssten wir, glaube ich, Element für Element mal durchgehen und schauen, auf welcher Ebene welches Element ist. Mhm. So eine kleine Definition kann ich mir vorstellen, kann nicht schaden dazu. Dann die Diskussion Anzahl maximal minimal der Elemente. Ne? Also wir sind halt von Osterwalde ausgegangen mit dem Set. Ne? Du hast gesagt eher weniger. Ich habe jetzt mal die 8 genommen, wobei mir auch unter den Tisch gefallen, diese Bewertung ist ja auch nicht drin. Ne? Also das, die kannst du unter jede drunter schreiben. Also ich habe jetzt mal die 8 genommen und das hat halt ganz gut funktioniert. Und bei einer bleibt halt was frei. Ich meine, machen wir ja auch nicht hier. Ne? dann quasi, wenn man sagt, man hat so eine Art Tabelle mit den Elementen und welches kommt auf welcher Ebene vor, kann man sich, glaube ich, mal an Anordnungen vielleicht wagen. Gucken, was kann ähnlich sein. Und dann hatte ich noch von Silvia aufgegriffen die Reihenfolge der Behandlung. Also es gibt aus einem Community Call, gibt so eine LernOS für dich Canvas Grafik, wo ich mal so Pfeile reingemalt habe, ne, mit einer Empfehlung, wie man da durchgeht. Aber das ist auch im Leitfaden noch nicht materialisiert und den für Organisationen, da ist es noch überhaupt nicht drin. Ja. Und die Sabrina ergänzt unten gerade noch was, sehe ich. Ich schreibe gerade, was ich verstanden habe, was euer erwünschtes Outcome ist. Also ich habe jetzt verstanden, sowas wie Vereinfachung der visuellen Struktur, um die inhaltliche Komplexität dieser ganzen Felder, die ihr ermöglichen wollt, zu fokussieren und dadurch zu ermöglichen, dass die Leute besser lernen können. Das heißt, die Idee ist, die Struktur klarer zu machen, damit der Inhalt in den Vordergrund tritt. Genau, so kann man es. Ja, damit man mit dem Inhalt dann an seinem eigenen Anwendungsfall rumdenken kann, vereinfacht, ne? Das ist da zu erleichtern. Ja. Simon, Carsten, wenn ihr darüber nochmal sprecht oder diskutiert, würdet ihr mich dann einladen per E-Mail oder so? Ja, dann würde ich gerne dazukommen. Ich würde mal lose das Ziel in den Raum stellen. Wir hatten ja den ersten Aufschlag mit LernOS für Organisationen auf dem Corporate Learning Camp 2017 und nächstes Corporate Learning Camp ist November. Dass wir vielleicht bis November 21 sozusagen die 3 Canvases mal in der nächsten Version haben und die dort in der Session vorstellen. Das ist so halbes Jahr, das ist knappes halbes Jahr, das ist, glaube ich, ganz gut leistbar. Aber dazu müssten wir ja vielleicht nochmal zusammenkommen und sprechen, oder? Genau, da brauchen wir so ein Follow-up. Ich habe das falsch verstanden, weil so dezentral finde ich das schwierig mit dem Denken. Nee, ist es. Das geht dann nicht. Das liegt nur da, damit man sich's anschauen kann. Aber solche Semantiken. Nein, alles gut. Dann verstehen wir uns richtig. Abstimmungen. Ja, also ich bin gerne dabei. Vielleicht könnte es da sinnvoll sein, jemanden zu finden, der schon mehrere von euren Lernpfaden durchgemacht hat, als User-Testing, damit die halt mit demjenigen sprechen können, so Design-Thinking-mäßig, halt nicht am Nutzen des Menschen vorbei designen, sondern halt so. Genau. Ja, gute Idee. Da kommt es übrigens her, diese blaue Farbe da bei der Identität. Es kommt wahrscheinlich aus dieser Netzwerk-Canvas raus. Bevor der Karl-Heinz jetzt kommt und uns rausschmeißt. Ach. Ich will so eine Bombe sehen, Simon. Ich will die Bombe sehen. Die Bombe kommt nachher wieder. Okay, ich muss rausspringen. Bis gleich später. Vielen, vielen Dank für die sehr lebhafte Diskussion. Genau. Sabrina, sollen wir dich auch mit einbeziehen, wenn wir uns über diese Sachen beugen? Ich bin total gerne die immer wieder piekt und sagt, so, was ist der Outcome? Was ist das Ergebnis? Wozu nochmal? Da kriege ich die Leute immer total gerne in den Hintern. Also wenn ihr da irgendwann mal so eine Session habt, lad mich total gerne ein und dann werde ich wieder kritisch die Schultern breit machen und sagen, okay, nochmal, ja, wozu? Ja, finde ich gut. Vielen Dank, Sabrina. End-Customer-Check. Anke, du auch eher End-Customer-Check. Du hast jetzt ein Bild, aber immer noch keinen Ton. End-Customer-Check, anrufen. Ach, wir schicken es dir mal und dann perfekt. Ja, vielen, vielen Dank nochmal. Tschüss, Carsten. Einen schönen Nachmittag, ein schönes Wochenende. Bis später. Ja, wir hören uns dann nochmal im Plenum. Dankeschön. Ja. Ciao.